Herzlich willkommen zurück. Geil, dass ihr wieder mit am Start seid. Hier zu einer weiteren Ausgabe von Gothic 2 im First-Person-Run. Und nun ist die Zeit gekommen, diesen Tu-nicht-gut zu konfrontieren. Du kommst zu spät. Ich war zuerst hier. Ich habe gewonnen. Gratuliere. Du hast es wirklich verdient. Was soll das? Was hast du vor? Wovon redest du? Du willst mir den Sieg streitig machen. Du willst mich töten und den ganzen Ruhm für dich haben. Das wird dir nicht gelingen. Goddamn right. Oh, der macht aber gar nicht so schlecht Schaden. Muss hier ein bisschen auf Abstand halten. Ah ja, okay. Das ging jetzt doch besser als gedacht. Hallo, lieber Kampfstab. Was hat er denn dabei? Er hat den halt einen Schlüssel, Gold, eine Hacke. Tja, und da Argon nun tot ist, könnte Barber auch genauso... Oh, ich dachte jetzt wirklich, da liegt was drin. Ein Stein oder so, aber es ist nur die Bodentextur. Da Argon jetzt tot ist, könnte Barbo ja jetzt den Kräutergarten übernehmen. So, den Bogen legen wir jetzt mal wieder ab. Ja, mal gucken, vielleicht kriegen wir einen Stärkebonus. Durch die Äpfel, das wäre eigentlich ganz cool. Ihr wisst ja, mein Ziel, mindestens 50 Stärke aus eigener Kraft. Aha, guck mal, mit dem letzten Apfel, sehr gut. Jetzt haben wir 54, wenn ich den Ring ablege. Warte mal, wie viel habe ich, wenn ich den Ring ablege? Müsste 51 haben, ne? Ah, ich habe halt noch das Amulett, ne? Okay. Aber da ich aktuell eh gerade keine viel besseren Ringe habe oder Sachen habe, können wir das auch so behalten. Ich werde jetzt mal kurz abchecken. Was haben wir denn so an Kampfzaubern? Wir haben noch Goblin Skip. Das behalten wir auf jeden Fall, weil daraus will ich gleich eine Rune bauen. Wir nehmen jetzt auf jeden Fall das normale Skelett. Und damit werde ich mir jetzt mal hier die Gänge mit den Crawlern nochmal zu Gemüte führen. Eventuell nochmal ein Level Up einheimsen. An Stufe 10 werden wir eh nicht mehr schaffen, aber... nervigen Wanzen. Ja, okay, ist ja einfach. Ja, das ist ja wirklich Pipifax. Aber ich glaube, hier hinten ist ein Warrior, ne? Der ist nicht ganz so... Oh, das ist ein Zwerg. Okay, Buddy. Das sind für dich. Die darfst du dir gerne vornehmen. Sehr gut, da sind einen geblockt, die anderen erschlagen. Ausgezeichnet. Hast du ganz großartig gemacht, mein Freund. Ja, was haben wir denn jetzt hier noch so? Feldknöterich, gut für die Alchemie. Steintafel, Lebensenergie, immer gut. Ah, einen leichten Zweihänder, können wir gut... Ah, Kronstöckel, sehr wichtig für Permatränke. Lederbeutel. Und dein Schwert nehme ich auch noch gerne. So. Grobes Schwert, grobes Kriegsbeil und Dunkelpilze. Ausgezeichnet. Hat sich doch gelohnt, hier nochmal reinzuschauen. Auch für die Tränke. Wunderbar. Gut. Ja, dann können wir jetzt eigentlich ganz entspannt ins Kloster zurückgehen. Und uns, die Prüfung des Feuers quasi bestehen, abgeben. Genau. Aber ich werde das jetzt nicht rausschneiden oder so. Ich werde den Weg dahin auf jeden Fall jetzt laufen. Because two reasons. First of all, ich will wissen, was Igarath sagt. Wenn wir ihn auf dem Weg wieder treffen sollten. Ulf ist ja schon vor uns gegangen. In einer der letzten Folgen. Und zum zweiten
Möchte ich hier in der Gegend nochmal mich ein bisschen umgucken. Hier gibt es ja auch noch ein Stollensystem. Übrigens, ich würde den Geschicklichkeitskram jetzt mal trinken. Und ehrlich gesagt würde ich auch den Stärkekram trinken, weil wie gesagt, ich will ja eh nichts mehr in Stärke investieren. Wobei, warte mal kurz. Kann ich das Schwert noch tragen? Jo, ich kann es noch tragen. Sehr gut. Ich habe jetzt 44. Ich brauche also noch 6 Stärkepunkte irgendwie. Nee, Moment. Stopp. Ich habe eigentlich nur 41. So, wenn ich den Ring der Kraft ablege, der später auch nochmal durch einen anderen Ring ersetzt werden soll, habe ich also nur 41 Stärke. Wenn ich die jetzt aber alle anlege, habe ich echt 59. Also Stärke und Geschick trinke ich jetzt schon mal eigentlich. Ich will da ja eh nichts mehr rauf investieren. Ich will jetzt eigentlich nur noch auf Mana gehen und auf Kreise und so. Von daher sind diese Permatränke jetzt eigentlich völlig egal. Habe ich den Bogen jetzt gezogen? Ne, den Bogen habe ich abgelegt offenbar. So, jetzt haben wir einen Bogen. Ah, wobei, es wird langsam Nacht, ne? Mist. Wobei, es gibt ja am Tal der Erbauer gibt's noch eine Schlafgelegenheit. Okay. Sehr gut. Und ein paar Scavenger. So nennen wir die großen Vögel. Greift man am besten einzeln an. Du kannst einzelne Scavenger leicht aus dem Rudel locken. So, sehr gut. Ja, ich will mir jetzt nochmal versuchen, den Stollen anzugucken, der ja noch in der Gegend ist. Zu Grimwald gehe ich jetzt noch nicht. Das hebe ich mir auf. Ah ja, wobei, andererseits, warum eigentlich nicht? Wenn wir jetzt einmal hier sind, warum sollte man nicht nochmal mit Grimwald quatschen? Meine Schaden tut's ja nicht. Gibt ja noch eine Quest, die ich erfüllen kann. Was ich jetzt allerdings noch nicht tun würde, wäre... zum Sonnenkreis zu gehen. Dafür ist es noch zu früh. Ja, mir wurde auch in die Kommentare geschrieben, ich soll auf jeden Fall nochmal bei Parlan fragen, wo die Kirche ist. Das muss ich auf jeden Fall noch tun. Ich hoffe, ich vergesse es nicht, wenn ich wieder im Kloster bin. Aber stimmt, das ist halt wirklich so ein ikonischer Dialog. Den muss man eigentlich gehört haben. Pro Spieldurchlauf ist das eigentlich Pflicht. Den muss man kennen. Hey, Buddy. Ja, das Schwert ist für so, ich sag mal, leichte Viecher wie Lurker, Scavenger, Mallrats, Goblins und so, reicht das schon völlig aus. Und für sowas wie Snapper, Drachensnapper und so härteres Viehzeug, sag ich jetzt mal, kann ich ja dann zaubern. Das reicht mir dann schon. Na. Sehr gut. Steck die scheiß Waffe weg. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Ah, ich habe keine Dietriche. Okay, da muss ich mir auf jeden Fall noch irgendwie mal welche wieder organisieren. Oh shit, da war ja ein Krieger. Okay, wie mache ich das? Ah, diese Verwandlungsdinger, die sind eigentlich für den Karas. Karades wollte ich jetzt schon sagen. Grüße gehen raus. Ich glaube, der guckt eh nicht meine Gothic Let's Plays, von daher. So, was habe ich jetzt hier noch? Feuerpfeil, Eispfeil. Ach komm, scheiß drauf. Ist das gar kein Soundeffekt? Gar wundert mich. Ah, der Krieger ist ein Problem.
Scheiße, jetzt hab ich hier Mana mehr. Oh, bitte. Okay, einer ist tot, einer ist down. Sehr gut, das lief gut. Sehr gut lief das. Kaum Schaden genommen. Und ich habe sogar noch einen Eispfeil übrig, den ich jetzt nochmal nutzen kann. Okay, komm mal mit, du kleiner Scheißer. Ich glaube, hier müsste jetzt noch ein schwarzer Goblin sein. Ne, normaler bloß, das ist ja easy. Okay, das war ja einfach. Da habe ich jetzt eigentlich sogar den Eispfeil ein bisschen verschwendet, muss ich sagen. Aber gut, was soll's. Gib mir mal deinen Ast, der ist eingezogen. Ja, da haben wir jetzt hier nochmal nett Beute gemacht. Armbrustschützen 1, okay. Gut, ist jetzt nicht so nötig. Ich werde vielleicht nochmal überlegen, ich weiß noch nicht so genau, ob ich erst ins Miental gehe oder erst nach Jakendar. Ich denke mal, ich werde zuerst nach Jakendar gehen. Weil ich glaube, im Tal ist es ein bisschen gefährlicher als in Jakendar. Würde ich jetzt aus dem Bauch heraus, würde ich das jetzt mal so sagen, so behaupten. Okay, gib mir mal etwas Licht. Dann schauen wir uns hier außen mal um. Und gehen mal zum guten Grimwald. War hier nicht eigentlich noch ein Lurker? Okay, offenbar nicht. Vielleicht könnte ich den schwarzen Troll gleich töten und das Sonnenaloe für Sagitta holen. Hey. Wartest du auf jemanden? Jetzt nicht mehr. Nun bist du ja da. Warum ich? Du siehst kräftig aus. So einen Kerl kann ich jetzt gebrauchen. Was hast du vor? Ich will die Snapper da oben jagen, aber ich glaube, es sind zu viele für mich allein. Okay, ich helfe dir. Geh vor. Alles klar. Komm aber dem schwarzen Troll da hinten nicht zu nahe. Der reißt dich sonst in Stücke, klar? Und wehe, du kneifst. Kneife nicht. Schon wieder eins von diesen Biestern. So, das war's mit dir, du Mist. Ich hab einfach das Schwert nicht gezogen. So, ah, er hat nicht alle Kills gemacht. Mistvieh. Scheiße. Ah, jetzt würde er sowas sagen wie, eine echte Hilfe warst du mir ja nicht gerade. Womit er nicht ganz Unrecht hat. Kannst du mir das Jagen beibringen? Na gut. Du warst mir zwar bisher keine große Hilfe, aber ich will mal nicht so sein. Brauchen wir nicht. Ich weiß nicht, also Sonnenaloe zocke ich mir, aber... Ob ich den Troll jetzt besiegen kann? Ich denke nicht. Steintafel der Magie 3, sehr gut. Warte mal, aber hier könnte ich mir den Geschwindigkeitsrang reinziehen und alles absnacken. Wobei, ich versuche erstmal den Platz zu machen. Das wird jetzt ewig dauern, Leute. Okay, wisst ihr was? Ich glaube, ich schneide euch das ein bisschen weg hier. Das müsst ihr euch jetzt nicht alles reinziehen. So. Okay, großer. Also, es ist vielleicht wirklich besser so, dass ich pausiert habe für euch, weil die Popo-Klatscher-Taktik im First Person ist echt anstrengend für die Augen, muss ich sagen. Also wirklich nicht so einfach. Hier haben wir noch ein Kronstöckel, was natürlich extrem geil ist. Das Fell eines schwarzen Trolls nehmen wir natürlich auch gerne mit. Und ja, damit holen wir jetzt noch die Credits bei Grimwald. Ich frage mich, ob ich das Fell des schwarzen Trolls bei Bossbar abgeben kann. Ich meine, normalerweise gibt man das ja bei Raoul ab.
Der schwarze Troll ist tot. Alle Achtung. Hätte nicht gedacht, dass man die überhaupt töten kann. Das werde ich mir merken. Jo. Normalerweise gibt man das Fell ja bei Raoul ab. Aber ich will einfach mal gucken, was passiert, wenn man das bei Bosca abgibt. Ob man das überhaupt bei Bosca abgeben kann. Witzig wäre, wenn er sagt, nee du, das nehme ich nicht an. Es ist ja gefärbt hier. Es ist zwar ein Trollfell, aber es ist gefärbt, damit unbrauchbar. Es wäre voll witzig, wenn das so wäre. Und normalerweise müsste ich jetzt hier den Wald lang gehen, aber da würden wir ewig nicht fertig werden, deshalb renne ich jetzt. Übrigens möchte ich mal sagen, Dankeschön an alle, die letzte Woche, also wenn die Folge rauskommt, müsste Montag sein. Danke an alle, die letzte Woche bei den Umfragen im Community Hub mitgemacht haben. Es wird sicherlich so sein, dass ihr schon gemerkt habt, dass jetzt neben dem normalen Gothic 2 First Person Run sicherlich auch ein paar andere Videos immer wieder jetzt mitkommen werden. Also ich habe jetzt geplant, dass ich alle 2 Tage noch ein zusätzliches Video bringe. Also so, dass wir quasi haben, ein Tag ein Video, der zweite Tag 2 Videos und dann immer im Wechsel. Dritte Tag wieder nur ein Video, der vierte Tag wieder 2 Videos und so weiter und so fort. Und ich werde auch in Bälde ein Kingdom Come Deliverance Let's Play starten. Denn in der zweiten Umfrage, beziehungsweise in der dritten, kam halt raus, dass ihr nicht nur auf Witcher 3 auch Bock habt, sondern auch eben auf Kingdom Come Deliverance. Und da ich im Podcast ja auch immer so viel davon erzählt habe, will ich das jetzt natürlich auch mal liefern. Ja? Das heißt, wir werden ein Kingdom Come Deliverance Let's Play zuerst starten, vor dem Witcher 3 Let's Play. Warum ist das so? Ganz einfach, ihr habt dafür abgestimmt. Ich habe in einer Umfrage gehabt, so was würdet ihr eher sehen wollen im Let's Play? Kingdom Come Deliverance oder The Witcher 3. Zwar relativ knapp, aber so 55%, also ein bisschen mehr als die Hälfte, haben halt für Kingdom Come abgestimmt und ein paar 40% für The Witcher 3. Aber ich werde trotzdem beide Spiele Let's Playen. Es ging halt in der Umfrage erstmal nur darum, in welcher Reihenfolge. Ja. Und ja, da freue ich mich schon drauf. Es wird cool. Allerdings wird das wahrscheinlich erst so im Dezember starten, nehme ich mal an. Vielleicht auch schon Ende November. Ich will jetzt noch keine Versprechen machen oder so. Aber ich habe aktuell noch ein bisschen was um die Ohren. Und ich werde jetzt auch noch krank zusätzlich. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Das spielt mir überhaupt nicht in die Karten. Da werde ich jetzt wahrscheinlich auch wieder ein paar Tage flach liegen und zu nichts kommen. Und ja. Und wenn das Let's Play dann kommt, dann wird es wahrscheinlich auch... Also ich weiß noch nicht so ganz, wie ich es machen werde, aber da warte ich mal euer Feedback ab. Also ich würde es dann vielleicht so machen, dass dann ein Tag kommt dann in Gothic 2 First Person Run Part und im Wechsel dann immer Kingdom Come Deliverance. Also so, dass quasi, dass sich das Let's Play immer abwechselt, alle 2 Tage. Und vielleicht dann jeden dritten Tag kommt noch irgendwie so eine Gothic Mini Mod oder sowas. Mal gucken. Werde ich ja mal sehen, wie ich es mache, aber vielleicht mache ich es auch so, dass jeden Tag immer noch der First-Person-Run kommt und jeden zweiten Tag kommt noch zusätzlich eine Folge Kingdom Come Deliverance. Mal sehen. Werde ich mal noch gucken, wie ich es dann machen werde. Wie gesagt, ich nehme an, spätestens im Dezember wird das Ding starten. Das Kingdom Come Let's Play. Und sobald das durch ist, das wird eine Weile dauern, weil ich will halt auch mit allen DLCs spielen. Ich habe mir da auch schon ein kleines Konzept überlegt, wie ich das halt machen werde. Ich werde da vermutlich nicht einfach stupide 30 Minuten runterrocken. Sondern Kingdom Come bietet sich halt einfach an, um auch mal eine ganze Questreihe in einer Folge abzuhandeln, weil das einfach so spannend ist und so gut erzählt ist. Und da kann es halt auch mal sein, dass da mal eine Folge vielleicht nur 20 Minuten geht oder mal eine ganze Stunde. Also, je nachdem. Also es gibt so stupide Quests zum Beispiel bei Kingdom Come, da muss man zum Beispiel einen Bußgang erledigen von Sasau nach Uschütze. Und da ist man halt einfach mal 40, 50 Minuten unterwegs und betet einen Wegschrein. Und macht halt nichts anderes und so. Ja? Und das bietet sich halt hervorragend an, um das mal in einer Folge zusammen abzuhandeln. So, ne? Wobei man ja auch sagen muss, die Aufmachung bei Kingdom Come ist halt viel cinematischer als jetzt bei Gothic zum Beispiel. Weil Kingdom Come ist halt auch stellenweise einfach auch ein Film. Oder eine Serie, die man sich halt auch einfach mal angucken kann. So, da gibt's halt teilweise... Oh, was habe ich denn hier übersehen? Eine Drachenwurzel. Asche auf mein Haupt. Also Kingdom Come Deliverance ist ja auch einfach mal so von den Sequenzen her auch super episch aufgezogen und so.
Deshalb bietet sich das da halt auch hervorragend an, noch so atmosphärisch und ambient-technisch da ein bisschen intensiver drauf einzugehen. Also dadurch, dass das halt auch only first person ist, das Game, ist es halt auch super intensiv und atmosphärisch. Und ich will halt auch versuchen, das ist halt mein Ziel bei Kingdom Come, das so atmosphärisch wie möglich euch rüberzubringen. So, jetzt gehen wir erstmal, machen wir noch schnell einen Abstecher zu Sagitta. Geben der das Sonnenaloe, ja. Hey. Okay, der Pilz kommt nicht mit, dann eben nicht. Also ich freue mich da schon sehr drauf und ich freue mich auch, dass es ein paar Leute von euch gibt, die da auch Bock drauf haben. Und wie gesagt, ich kann halt echt nachvollziehen. Ich sehe das ja auch an den Klickzahlen. Jetzt hier beim Gothic 2 First Person Run, dass das halt nicht so viele interessiert, weil es halt das x-te Gothic 2 Let's Play ist. Das kann ich halt auch echt nachvollziehen. Und vielleicht hätte ich vorher einfach mal eine Abstimmung machen sollen, bevor ich das Let's Play einfach starte. Dann würde ich vielleicht jetzt schon Kingdom Come spielen und nicht Gothic 2, je nach Abstimmung, aber gut, ja, danach ist man halt immer schlauer, ne? Aber wie gesagt, ich werde halt ein bisschen Abwechslung reinbringen jetzt die nächsten Tage oder bin halt schon dabei, wahrscheinlich, wenn diese Folge rauskommt, so dass ihr auch mal was anderes zu gucken habt. So, Sagitta, was geht ab? Ganz allein hier draußen? Sag, was du von mir willst und dann geh wieder. Ich habe zu tun. I got work to do. Wer bist du? Du hast noch nicht von mir gehört? Kräuterhexe, sagen sie. Giftmischerin, sagen sie. Doch wenn es ihnen dreckig geht, erinnern sich alle an die gute Sagitta mit ihren heilenden Kräutern. Na, mir geht's nämlich auch gerade nicht so optimal, muss ich sagen. Also ich hätte jetzt schon ganz gerne irgendeinen Juice, der meine Halsschmerzen lindert. Das wäre schon echt cool. Was machst du hier draußen? Ich lebe hier, seit ich denken kann und widme mich meinen Kräutern. Der Wald ist mein Freund. Er bietet mir alles, was ich brauche. Kannst du mich heilen? Deswegen bist du doch gekommen, oder? Du musst es mir nur sagen, wenn dir etwas fehlt. Kannst du mir deine Kräuterkunst beibringen? Interessant. Bisher hat mich selten jemand danach gefragt. Du willst also mein Schüler sein? Dann wirst du erst den Ernst deines Anliegens unter Beweis stellen müssen. Ich arbeite zurzeit an einem sehr seltenen Trank aus erlesenen Kräutern und Säften. Wenn du mir eine Zutat, ein äußerst seltenes Kraut, das ich nicht hier habe, besorgen kannst, werde ich dich ausbilden. Was für eine Zutat ist das? Es handelt sich um eine sehr seltene Pflanze. Das Kraut nennt sich Sonnenaloe. Du erkennst es an seinem intensiven, mandelartigen Geruch. Wo werde ich diese Zutat finden? Das Kraut, das ich brauche, gedeiht nur an den Stellen, an dem es die richtigen Nährstoffe bekommt. Diese befinden sich in den Exkrementen eines schwarzen Trolls. Deshalb ist es für mich auch so schwierig, an das Kraut zu kommen. Verstehst du? Mal sehen, ob ich es irgendwo auftreiben kann. Na dann. Viel Glück bei deiner Suche. Ich habe das Sonnenaloe gefunden. Ich danke dir. Und nun frag mich, was du über das Tränkebrauen wissen willst. Welche Tränke kann ich bei dir brauen lernen? Welcher Trank soll es denn nun sein? So richtig aggressiv, entspann dich. Okay, aha, hier können wir schon mal Trank der Geschicklichkeit lernen. Mana-Extrakt und Extrakt der Heilung, wichtige Tränke meiner Meinung nach. Wie viele Lernpunkte haben wir denn? Wir haben 16. Wenn ich jetzt Extrakt Heilung und Extrakt Mana lernen würde, hätten wir genau 10 Lernpunkte. Das würde sich eigentlich ganz gut anbieten. Welche Tränke kann ich bei dir brauen lernen? Welcher Trank soll es denn nun sein? Sehr gut. Können wir auch direkt mal machen. So. Aha, wir brauchen auf jeden Fall immer Feldknöterich dafür. Wie viel Feldknöterich haben wir denn? Wir haben 9 Feldknöterich. Einen akuten Trankmandel haben wir jetzt zwar nicht, wir haben genug Mana und Heiltränke erstmal, von daher spare ich mir das jetzt im Moment. Aber gut, gut zu wissen. Wie gesagt, mein Ziel ist ja eher, die permanenten Tränke zu lernen, also hier Stärkung, Geschick und Mana. Also Elixier des Geistes.
und Lebensenergietrank. Das wäre natürlich ganz geil, wenn wir das hinkriegen könnten. Das ist ja manchmal tricky, dann sehe ich halt nicht, wann er das Schwert zieht und wann nicht. Aber gut, ich lasse es erstmal mit der Jagd hier sein und begebe mich zum Kloster. Beziehungsweise auf dem Weg hier zum Ignaz. Ne, Igaratz, nicht Ignaz, Entschuldigung. Und schauen, was der zu sagen hat. Dann müssen wir nur noch die Feuerpfeilrune herstellen und dann haben wir es geschafft. Dann sind wir Feuermagier. Stufe 9. Ich glaube, so niedrig habe ich das schon lange nicht mehr gemacht. Aber hey, das ist okay für mich. Und die beiden Feldräuber da, die können wir auch noch erledigen. Sehr gut. Wo ist er denn? Der Igaratz ist irgendwie weg. Oder lauert der mir nochmal irgendwo auf? Ich dachte eigentlich, dass wir hier noch am Start. Alter. Das sind ein paar Scavenger. Scheiße, ich hab dich gespeichert. Warte mal. Scheiße, ich hab dich gespeichert. Hi. Ich bin jetzt mal kurz in Panik geraten, muss ich zugeben. Ja, ich habe nämlich nicht gespeichert. Das letzte Mal vor dem Troll. Oh Gott, da hätte ich mich jetzt schwarz geärgert, wenn ich jetzt gestorben wäre. Okay. Ist ja nochmal gut gegangen. Wo ist dieser Igaratz nochmal? Ich war mir eigentlich sicher, dass er mir irgendwo nochmal auflauern wird. Ich habe übrigens rausgefunden, warum ich nicht mehr diese Wassermagie, also vom Ring des Wassers quasi Feuermagie werden konnte. Das wurde mir auch in die Kommentare geschrieben mehrfach. Danke dafür. Das lag daran, dass ich die Hilfe von Kord erbeten habe, weil ich rausgefunden habe, dass er beim Ring des Wassers ist. Normalerweise tut uns Laris ja einen Favor, also einen Gefallen, und würde sagen, hier wende dich an Kord. Wenn du bei den Syrtern aufgenommen werden willst, und dann ist der Dialog halt vorbei, dann kann ich halt nicht mehr die Hilfe bei Daron in Anspruch nehmen. Und dadurch, dass ich das separat von Laris gemacht habe, wusste ich nicht, dass das dann nicht mehr geht. Da war ich so verwirrt. Aber gut, wir haben es ja dann über den altmodischen Weg getan. Hätte ich das natürlich damals gewusst bei Kord, hätte ich das natürlich nicht gemacht. Aber gut, im Nachgang ist man immer schlauer. Oh yes, we are back. Back in business. Tja, Igaratz habe ich jetzt nicht mehr gefunden. Wer weiß, wo der ist. Das sind doch alles nur Gerüchte. So, jetzt erstmal. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Ich kann ihn nicht fragen, wo die Kirche ist. Ich hatte das anders gemacht. Erzähl mir vom Auge Innos. Nun gut. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Das Auge Innos enthält einen Teil der göttlichen Kraft Innos. Es ist nur einem erwählten Diener Innos bestimmt, das Amulett zu tragen. Es wurde geschaffen, um uns vor den Mächten des Bösen zu schützen, wenn die Zeit gekommen ist. Von mir erfährt keiner was. Okay, ich kann ihn das irgendwie gar nicht mehr fragen, wo die Kirche ist. Warum auch immer das so ist,
Vielleicht weiß es ja einer von euch. Meister, ist da Strom drin? Du. Ich habe die Prüfung des Feuers gefordert. Ulta hat mir die Aufgabe gestellt, eine Feuerpfeilrune zu erschaffen. Und jetzt willst du, dass ich dir die Formel beibringe? Ich weiß nicht, wie ich es sonst schaffen soll. Gut, ich bringe dir die Formel bei, aber erst, wenn du alle Rohstoffe dafür besorgt hast. Okay. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Na, natürlich der zweite Kreis. Das wird wahrscheinlich der dritte sein, nehme ich mal an. Ah, nee, ist der erste, okay. Schwefel brauche ich und eine Spruchrolle. Aber die habe ich leider aufgebraucht, das heißt, ich muss mal kurz bei Gorax einkaufen gehen. Big Shopping Time, you know. Wo ist eigentlich Dyrian? Achso, der Beast wahrscheinlich. Ich brauche ein paar Dinge. Gib mir mal hier die hier und die hier. Schwefel dürfte ich schon besitzen. Ja, ein Schwefel, wow. Okay, die Folterachs werde ich eh niemals verwenden können. Das Langschwert wahrscheinlich auch nicht, den Zweihänder auch nicht. Den Hammer Innus muss ich irgendwann wieder abgeben. Wolfszahn kann weg, das kann... Wobei, nee, da, ich behalte lieber das grobe Schwert als Ersatzwaffe. Das ist ganzen Müll hier, das kann alles weg. So, jetzt haben wir wieder 1.500 Gold. Sehr gut, jetzt bauen wir das Ding. Das liegt doch auf der Hand. Dann... Liebe Freunde, dann haben wir es geschafft. Hey, du! Lehre mich, die Rune Feuerpfeil zu erschaffen. Um eine Feuerpfeilrune zu erschaffen, musst du am Runentisch den Schwefel mit dem Runenstein verbinden. Die Kraft der Spruchrolle des Feuerpfeils wird in die Rune einfließen und du besitzt ein Werkzeug Innos. Wenn du also alle Rohstoffe besitzt, gehe zum Runentisch und du kannst die Rune erschaffen. Gut, das sollten wir eigentlich hinkriegen. Sicherheit geht vor. Oh, das sieht im First Person auch so cool aus. So, wir haben unsere erste Rune hergestellt. Gut, gut. Die nächste wird wahrscheinlich Goblin Skelett erschaffen sein, aber dazu später mehr. Man erzählt sich ja so einiges. Jetzt wird es Zeit, den Meistern gegenüberzutreten. Ingame locker wirklich nur 3-4 Tage, bis wir Feuermagier geworden sind. Das ist echt Wahnsinn. Ich habe den Golem besiegt. Was? Du hast es tatsächlich geschafft? Aber ohne den Hammer von Innos hättest du den Golem nie vernichten können. Dennoch muss ich dir zugestehen, dass du die Aufgabe erfüllt hast, vor die ich dich gestellt habe. Und den Hammer nehme ich mal besser an mich. Hast du mir noch etwas zu sagen? Entferne dich. Du weißt, was du zu tun hast. Okay, dann erstmal mit Ulta. Ich habe die Rune erschaffen. Gut gemacht, Novize. Du sollst diese, deine erste Rune, behalten. Wenn du den ersten Kreis des Feuers erreicht hast, wirst du ihre Kraft nutzen können. Diese Prüfung hast du zu meiner Zufriedenheit erfüllt. Okay, und jetzt Big Time, Leute. Ich habe den Runenstein gefunden. Du hast es geschafft? Du bist den Zeichen gefolgt und hast die geheime Pforte entdeckt? Und habe all diese Monster besiegt, die mich schon auf ihren Speiseplan gesetzt hatten. Und die anderen Novizen? Was ist mit Argon? Haben sie es nicht vor dir geschafft? Sie haben versagt. Es war ihnen wohl nicht bestimmt, die Prüfung zu bestehen. Nun, dann erklären wir, dass du diese Prüfung bestanden hast. Der Runenstein soll auch weiterhin dir gehören. Ja, haben wir echt eine Stufe 10 Magier geschafft. Werde ich jetzt in die Gilde der Magier aufgenommen? Du hast es geschafft. Du hast die Prüfung des Feuers bestanden. Wir waren uns sicher, dass du es schaffen würdest. Naja. Ebenso wie wir sicher sind, dass du weiterhin alles daran setzen wirst, ein würdiger Diener Innos zu werden.
Wenn du also bereit bist, den Schwur des Feuers zu leisten, wirst du als Magier in unseren Reihen empfangen. Ich bin bereit, in den Kreis des Feuers zu treten. Gut, dann schwöre den heiligen Eid des Feuers. Schwörst du vor dem allmächtigen Herrn Innos, seiner Diener und der heiligen Flamme, dass von nun an und auf ewig dein Leben mit dem Feuer verbunden ist, bis dein Körper und dein Geist Ruhe finden in seinen heiligen Hallen und das Feuer des Lebens erlischt? Ich schwöre es. Mit den Worten des Schwurs bist du den Bund mit dem Feuer eingegangen. Trage diese Robe als Zeichen des ewigen Bundes. Nun, da du in unsere Reihen aufgenommen wurdest, kannst du mit Lord Hagen, dem obersten Befehlshaber der Paladine, sprechen. Wir sind ebenfalls sehr interessiert daran, wie er die Situation beurteilt. Also steht es dir nun frei, nach Korinis zu gehen. Wir erwarten, dass du uns unverzüglich seine Antwort bringst. Ich möchte einen Wunsch äußern. Jedem Magier steht nach seiner Aufnahme das Recht der ersten Tat zu. Also, was soll deine erste Tat als Magier sein? Ja, Babu soll neuer Klostergärtner werden. Das habe ich, glaube ich, noch nie gehabt. Zumindest kann ich mich nicht dran erinnern. An diese zwei Optionen kann ich mich erinnern. Da habe ich auch immer eine von genommen. Aber wir machen diesmal was Neues. Der Novize Babu soll die Leitung des Klostergartens übernehmen. So soll es geschehen. Mit sofortiger Wirkung wird dem Novizen Babu die Obhut des Klostergartens übertragen. Was kann ich nun alles lernen? Zunächst mal ist es dir nun möglich, die magischen Kreise zu erlernen. Sie gewähren dir die Macht, die Runen anzuwenden. Je höher du in den 6 magischen Kreisen aufsteigst, desto mächtigere Zauber kannst du wirken. Die Formeln lernst du bei den Brüdern im Kloster. Jeder hat sich auf ein Gebiet spezialisiert, das er dich lehren wird. So ist Karas ein Meister der Anrufungen und Beschwörungen. Und Hyglas wird dich die Magie des Feuers lehren. Niemand versteht sich besser auf die Mächte von Eis und Donner als Marduk. Harlan kann dich verschiedene andere Sprüche lehren. Und er wird dich in die ersten Kreise aufnehmen. Aber jeder von ihnen lehrt dich nur die Formel. Die Runen musst du selbst erschaffen. Ja, Chef Koch. Ja, dann sehen wir wenigstens die Robe mal hier im Inventar. Sehr geil, den Bogen legen wir jetzt mal ab, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Gut, wir haben es geschafft, würde ich sagen, liebe Freunde. Was, Dyrian, der ist weg. Mal gucken, was Babu jetzt zu sagen hat, wenn wir ihn im Garten haben. Hey, du. Wie geht's? Ich danke den Magiern für meine Aufgabe. Es macht mir Freude, im Garten zu arbeiten und hoffe, dass die Magier zufrieden mit mir sind, Meister. Junge, zieh mir den Stock aus deinem Arsch. Was war das denn für ein freakiger Auftritt? Wenn man noch glauben kann. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Wie geht's? Ich erfülle die mir gestellten Aufgaben getreu meiner Pflicht, Meister. Innos stellt mich jeden Tag vor neue Herausforderungen. Ich werde weiter an mir arbeiten. Sehr gut. Ja, dann Pardam, was geht ab, Bruder? Du hast den Schwur geleistet, Bruder. Willkommen in unseren Reihen. Ich werde dich nun in den Kreisen der Magie unterweisen, wenn du genügend Erfahrung mitbringst. Nimm diesen Runenstein als Zeichen, dass die Macht nun in deinen Händen liegt. Ja, dann würde ich sagen, machen wir direkt mal den ersten Kreis. Lehre mich den ersten Kreis der Magie. Der erste Kreis des Feuers erlaubt es dir, Runen, die du erschaffen hast, anzuwenden. Du kannst jetzt die Formeln der Zaubersprüche lernen, um deine eigenen Runen herzustellen. Jeder von uns hat sich auf ein Gebiet der Magie spezialisiert. Überlege dir also gut, von welcher Art deine Zauber sein sollen. Wie viele Lernpunkte habe ich noch? Ach, 10, das war umsonst der erste Kreis. Ja, okay. Nice. Ich brauche auf jeden Fall den Knochen eines Goblins. Dürfte ich aber eigentlich haben. Genau, 4 sogar. Spruchrolle haben wir auch, Lehrerrundstein haben wir auch. Wir müssen das nur noch lernen. Bei Karas. Glaubst du wirklich daran? Hey! Unterrichte mich. Warum erfahre ich das jetzt erst?
Wieso kann ich dem nicht die Spruchrollen vom Ignaz abgeben? Scheiße, das hätte ich davor machen sollen, oder? Okay, das muss ich davor machen. Okay, dann mache ich jetzt Folgendes. Ich beende jetzt die Folge. Ich danke euch fürs Zusehen. In der nächsten Folge werde ich das erste Mal die Spruchrollen beim Karas abgeben. Dann werde ich diese Aufnahmeritus nochmal rausschneiden für euch quasi in der nächsten Folge. Und dann machen wir hier in der nächsten Folge dann weiter. Ich danke recht herzlich fürs Zusehen. Bleibt gesund, haut rein, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Und ciao. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr lasst ein Like und ein Abo für RPG Kurga da. In diesem Fall halte ich Belias Zorn zurück. Oder aber meine Dämonen bekommen etwas Gesellschaft. Euch.